Trash-Filme. Und herzlich willkommen zu Cityvision, das Magazin. Borussia Mönchengladbach ist zurück aus dem Trainingslager am Tegernsee. Das letzte Testspiel gegen Ingolstadt haben sie 0:1 verloren. Davor hatten sie gegen Augsburg bereits 2:1 gewonnen. Also Tegernsee Trainingslager kann ich nur empfehlen, absolut geil. Allein die Stadt, der ganze Ausblick, der See, alles super. Trainingslager super. Die Jungs haben richtig, haben alles gegeben. Was sie erst verloren haben, na gut. Kann man mit leben. Und das sind unsere Themen heute. Mondfinsternis über Mönchengladbach, so haben Sie es erlebt. Außerdem, Tiere suchen ein neues Zuhause in MG für alle Fälle. Und Leckeres zum Nachkochen, der Cityvision Rezepttipp. Und wir starten natürlich mit der Mondfinsternis. Das war ein sehr beeindruckendes Ereignis. Haben Sie es auch gesehen? Zuerst kam auch noch die ISS vorbei, die Internationale Raumstation. Außerdem war der Mars zu sehen. Meine Kollegen Jacqueline Bloch und Günther Jungmann berichten. Am Freitag gab es ein Himmelsspektakel zu erleben, und zwar eine Mondfinsternis. Dabei tritt der Mond in den Erdschatten ein und ist rot am Himmel zu sehen, ein sogenannter Blutmond. Diesmal war er für eine Stunde und 44 Minuten im Erdschatten. Eine so lange Finsternis ist selten. Und natürlich haben sich das Schauspiel auch einige angesehen. Ja, es ging eigentlich so, aber ich war nicht hier, ich war am Tegernsee. Da kam der Mond gerade über den Bergen hoch. Ja. Fantastischer Ausblick. Nicht viel, immer viel anders wie sonst. Also ja, grob, ja. Ja? Und wie war's? Man hat nicht so viel gesehen. So dunkelrot war das. Im Bundesgarten. Ich hab die in Münster gesehen. War schön. Aber in Finnland habe ich das gesehen, ja. Nur ein bisschen war es ein bisschen bewölkt. Das heißt, man konnte das erst ein bisschen später sehen, als es eigentlich angefangen hat. Das war unsere lokale Zeit, 22.30 Uhr oder so. Konnte ich von meinem Fenster aus sehen? Ja, aber auch nur ganz kurz. Nur ganz kurz? Mhm. Und wie war das? Ich fand es eigentlich schön. Ja, sah ganz cool aus, ne? Also, sieht man nicht alle Tage. Ja, beeindruckend schon. Ja. Vor allem, dass man den Mars auch sehen konnte. Also sehr eindrücklich. Aber wir sind aus der Schweiz, wir haben sie dort gesehen. Und dabei waren nicht alle alleine. Mit meinem Sohn. Alleine geguckt, oder? Ja, meine Eltern wollten nicht. Mit Freunden. Bei mir vor der Tür so. Mit meiner Mutter und so halt. Mit meinem Freund hier auf dem Abteiberg. Alleine war der Mond diesmal nicht. Auch der Mars war am Himmel zu sehen. Wow. Haben Sie auch den Mars sehen können? Ja, ja, ja. Wenn das der Mars war, den ich gesehen habe. Wenn Sie unten rechts so einen ganz hellen Punkt gesehen haben, dann war es der Mars, ja. Genau, ja. Der schimmerte auch ein bisschen rötlich. Ja, ja. Nee, leider nicht. Es war zu wolkig bei uns. Auch den Mars gesehen? Ja. Nee. Ja? Ja. Wir haben nur den Mond gesehen, den roten Mond. Ja, der war da unten so rechts, so ein kleiner Punkt. Ah ja, den konnte man sehen. Ja? Ja. War ja kurz danach dann auf jeden Fall gut zu sehen. Hattest du auch das Glück, die ISS zu sehen? Nee, das leider nicht. Habe ich leider nicht mehr mitbekommen. Also ich bin jetzt nicht extra dafür auf die Straße gegangen und habe mir das länger angeschaut, sondern einfach nur mal so im Vorbeifahren. Aber auch wer das Ereignis nicht miterleben konnte, hat dann doch etwas mitbekommen. Nein, habe ich nicht. Haben Sie nicht? Nein. Das ist ja, ich habe bei Facebook ganz viele Bilder gesehen, das reicht mir. Ich habe nur in WhatsApp hat eine Freundin mir das geschickt, hat mir das gezeigt, so ganz klein und rot. Ja. Aber ich habe es nicht live gesehen. Wir haben davon gehört, wir haben einmal aus dem Fenster geguckt und mehr war es auch nicht. Die nächste Mondfinsternis ist am 21. Januar 2019. Der Mars kommt erst wieder in 15 Jahren der Erde so nah. In Güderath im Gewerbegebiet ist Chlorgas ausgetreten. Die Mitarbeiter eines Getränkeherstellers haben dies zum Glück rechtzeitig bemerkt und die Feuerwehr informiert. So konnte Schlimmeres verhindert werden. Verletzt wurde niemand. Und weitere Nachrichten, die haben wir jetzt in unserem Newsflash. Am Samstagvormittag erhielten Feuerwehr und Polizei Kenntnis vom Einsturz eines Hausdachs an der Rennäpper Straße in Schwalmtal. Zunächst war gemeldet worden, dass mehrere Personen verschüttet worden wären. Diese Erstmeldung konnte aber schnell entkräftet werden. Alle Hausbewohner konnten unverletzt in der Nähe des Hauses angetroffen werden oder waren nicht vor Ort. Für das Wohnhaus sieht es hingegen nicht so gut aus. Nach Mitteilung des eingetroffenen Bausachverständigen wird derzeit ein Teilabriss mit Hilfe eines Krans durchgeführt. Der entstandene Schaden kann zurzeit noch nicht beziffert
ausgeliefert werden. Aufgrund der weiteren Arbeiten am Haus bleibt die Rennaper Straße für unbestimmte Zeit voll gesperrt. Am Samstagnachmittag hat ein 22-jähriger Algerier in einer Unterbringungseinrichtung in Viersen mit einem Messer mehrfach auf einen 27-jährigen Landsmann eingestochen. Beim anschließenden Kampf wurde dieser dabei schwer verletzt. Durch den Lärm des Kampfes wurden Bewohner der Einrichtung aufmerksam und griffen ein. Die alarmierte Polizei nahm den Tatverdächtigen daraufhin widerstandslos fest. Das Opfer wurde noch am selben Abend operiert. Motiv der Tat könnte ein schwelender Streit zwischen beiden Männern gewesen sein. Der 22-jährige Täter wurde heute dem Haftrichter des Amtsgerichtes Mönchengladbach vorgeführt. Es erging Haftbefehl wegen versuchten Mordes. Am Freitagabend meldeten sich Anrufer bei der Feuerwehr und gaben an, dass an der Reitanlage am Rönneter die Böschung brennt. Bereits in der Nacht zum Donnerstag hat es an derselben Straße ebenfalls einen Böschungsbrand gegeben. Auf einer Fläche von rund 1300 Quadratmetern hatten sich die Flammen bereits ausgebreitet. Auch ein Schuppen auf dem Gelände vom Reitstall brannte. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an. Neben der Feuerwache 2 aus Holt waren auch die freiwilligen Feuerwehren Stadtmitte, Hart und Neuwerk im Einsatz. Mit mehreren Stahlrohren und einem Wasserwerfer konnten die Kräfte eine weitere Ausbreitung erfolgreich verhindern. Ein großes Dankeschön geht an die Anwohner, die die Einsatzkräfte mit kühlen Getränken versorgten. Aus bisher unbekannter Ursache stürzte am Freitagabend gegen 19.50 Uhr auf der Schamannstraße ein etwa 20 Meter großer Baum auf die Fahrbahn. Dabei streifte der Baum ein Wohnhaus und beschädigte dies leicht. Da keine weitere Gefahr von dem Baum ausging, leitete die Feuerwehr keine weiteren Maßnahmen vor Ort ein. In der heutigen Nacht sinkt die Temperatur auf 19 Grad. Der Himmel ist klar und man kann mit schwachen Böen rechnen. Am Dienstag steigt das Thermometer auf sonnige 31 Grad. Ab und zu lässt sich auch hier ein schwacher Wind spüren. Am Abend erreicht uns dann eine Tiefstemperatur von 18 Grad. Die Nacht ist heiter und es zeigen sich Wolken. Und hier die weiteren Aussichten. Am Mittwoch bleibt es etwas kühler mit bis zu 28 Grad. Ab Donnerstag wird es wieder wärmer. Hier kann man sich auf eine Höchsttemperatur zwischen 30 und 32 Grad freuen. Eine perfekte Woche zum Grillen oder das Schwimmbad zu besuchen. Vielleicht haben Sie ja noch Platz für einen Vierbeiner bei sich zu Hause. Wir suchen jedenfalls jede Woche in unserer Rubrik MG für alle Fälle eins. Und vielleicht ist ja dieser hier genau der richtige für Sie. Heute möchten wir euch die hübsche Husky-Dame Luna vorstellen. Sie ist 11 Jahre alt und noch nicht kastriert. Lunas Vorbesitzer verstarb und seitdem wartet sie sehnsüchtig auf eine Bezugsperson. Sie zeigt sich freundlich gegenüber Menschen und ist mit männlichen Artgenossen verträglich. Wenn Sie ihr ein neues Zuhause schenken wollen, dann melden Sie sich doch bitte unter der 02161 60 22 14. Wir machen eine kurze Pause, dann sollten Sie Stift und Papier bereit haben, denn dann gibt es wieder etwas Leckeres zum Nachkochen. Bleiben Sie dran, bis gleich. Stadtwaldstraße 38. Sie haben Vision, wir die Lösungen.
Indianer ist sein größter Hit bei uns im Backstage-Talk Olaf Henning. Morgen bei uns im Backstage-Talk Olaf Henning. Vorbei für mehr Toleranz. Das ist das Motto der Street Soccer Tour. Diese wird organisiert vom Fanprojekt The Kull und ist an 5 Orten in der Stadt unterwegs, noch bis Ende der Woche. Kinder zwischen 12 und 18 Jahren können jeden Tag von 12 bis 18 Uhr daran teilnehmen. Die Teilnahme ist kostenlos und einen anderen Veranstaltungstipp, den haben wir jetzt für Sie. Festfreunde, aufgepasst! Am 1. September findet das Nordpark Oktoberfest statt. Der Standort ist in diesem Jahr auf dem Parkplatz auf der Hohenzollernstraße. Der Tag beginnt mit einem bayerischen Familienfrühshoppen. Einen halben Liter Bier gibt es für nur 4 Euro. Bier gibt es bis 15 Uhr. Der Eintritt ist frei. Um 15.30 Uhr treten dann die jungen Zillertaler auf. Eintrittspreis hier nur 25 Euro. Um 18 Uhr beginnt dann der Fassanstich mit musikalischer Begleitung. Wir wünschen euch und allen anderen Gästen viel Spaß. Wissen Sie nicht, was Sie kochen sollen? Hier hätten wir einen Vorschlag für Sie. Holger Böker hat wieder etwas Leckeres vorbereitet. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Nachkochen. Ja, hallöchen. Heute habe ich mir gedacht, machen wir passend auch wieder zum Abschluss Grill. Jetzt haben wir eine Barbecue-Soße die Tage schon gemacht. Und jetzt, das was noch fehlt, ist ein richtig schöner, sommerlich leichter Burger. Dazu brauchen wir Bulgur, Kichererbsen. Beides geben wir in eine Schüssel. Zwiebelchen, Paprika. Knoblauch. Petersilie. Bisschen Salz. Bisschen Kümmel. Bisschen Chilipulver. Cayenne gemischt. Und noch ein bisschen Pfeffer. Das Ganze probieren wir dann. So lange, bis wir eine schöne homogene Masse haben. Um besseren Halt zu kriegen, ein bisschen Semmelbrösel rein. Ein klein bisschen Mehl zusätzlich für die Bindung. Jetzt machen wir eine schöne, saftige und dennoch nicht klebende Masse haben, wo wir unseren Bratling machen können, weil wenn er zu weich wäre, würde er uns durchs Grillrost fallen. Das wollen wir ja nicht. Und bei uns passen 6 gleich große Kugeln ungefähr, die wir gleich zum Patty platt drücken. Alles mit raus an den Grill und dann grillen wir das und machen uns schöne, leckere, leichte Sommerbürger. So, unser Grill hat seine 200 Grad, die wir brauchen.
Dann legen wir unten unsere Patties auf. Und oben unsere Brötchen. Unsere Brötchen sind fertig. Ein bisschen Öl noch drüber. In der Zeit, wo die zweite Seite gar wird, fangen wir schon mal an, unsere Patties zu unsere Brötchen zu legen. Unsere Barbecue-Soße. Jetzt auf die Ober- und Unterseite. Schön frischen, knackigen Salat. Das war City Vision, das Magazin für heute. Morgen sind wir aber wieder für Sie da. Dann gibt es eine neue Folge unseres City Checks. Diesmal geht es in den bunten Garten. Außerdem haben wir unseren Backstage Talk für Sie. Da ist Olaf Henning zu Gast. Den kennen Sie von seinem Hit Cowboy und Indianer. Sie sehen also, einschalten lohnt sich und vielleicht holen Sie bis dahin ja das Lasso raus. Tschüss, bis morgen. Menschheitsfrage, was war eigentlich zuerst da, die Henne oder das Ei? Und ich habe die Antwort, denn am Anfang gab es tatsächlich erst die Idee dazu. Die richtige Idee, die kann man überall haben. Zum Beispiel hier und hier, hier oder ganz häufig hier. Natürlich kommt es immer darauf an, was man aus der Idee macht, die man vor Augen hat. Zum Beispiel das. Und genau das machen wir hier bei City Vision. Denn schließlich sind wir spezialisiert auf gute Filme. Wir produzieren nicht nur, wir senden auch. Bitte. Hallo und willkommen zu City Vision, das Magazin. Und all das geht los mit der richtigen Idee. City Vision, Ihr Partner für Werbe- und Image.